Hola chicas und willkommen zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. So, wir gehen jetzt auf die mega fette Avenue, wo irgendwie alle Leute warten. Jetzt aber, er muss jeden Moment erscheinen. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet, seit ich mich heute Morgen in die Schlange gestellt habe. Oh Gott, völlig strange, Groupie. Ich höre schon ihre Schritte. Er muss jeden Moment hier sein. Das bedeutet, Inquisitor Flamberg wird ihn begleiten. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, Aloysi zu sehen. Oh. Na los, na los! Wir können es nicht mehr erwarten. Sobald es vorbei ist, muss ich schnell weiter, um meine Post zu stellen. Na los! Bling! Und lange ist war das Geheimnis bewahrt. Den guten Leuten wird heute nun ihr Los offenbart. Oh, du liebes Bisschen, welch ein Gedrängel, als hätte niemand zuvor einen Blick auf ihn erhascht. Es wäre angemessener, geduldig und feierlich zu warten, um unseren Respekt auszudrücken. Ich habe stets Schwierigkeiten, mich unter das einfache Volk zu mischen. Und der hat auch so ein geiles Monokel, ey. Oder? Nee, der hat eine normale Brille, aber ist ja dasselbe. Oh Gott, die arme Ziege da. Mach doch ein wenig Platz. Lass eine Dame mit ihrer Ziege auch etwas sehen. Oh Gott, die scheint sich nicht sehr wohl zu fühlen. Aufgepasst, Gesindel. Es wird nicht aus der Reihe getanzt. Pff, nett. Scheint endlich loszugehen, Professor. Ah, das ist die ekelhafte Stimme wieder. Die haben wir natürlich total vermisst. Ja, mein Junge, damit scheinst du recht zu haben. Die Begeisterung ist bemerkenswert. Ist der jetzt eigentlich der Vater von dem oder was? Das ist immer... Nein, Junge, aber der ist doch bestimmt schon 60 oder so. Hey, Kinder, mit dem großen Hut. Ich kann überhaupt nichts sehen. Stell dich halt noch ein bisschen mehr an. Werte Dame, was ist das für ein Ereignis, das hier stattfinden soll? Was sagt ihr da? So einen Unfug habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Übertreib. Was ist nicht? Und das so kurz, bevor er hier erscheint? Entschuldigen Sie, aber wen genau meinen Sie denn mit er? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Na, ihn natürlich. Oh, danke, sehr hilfreich. Den Schreiber, den Schöpfer höchstpersönlich. Den Schöpfer. Hä? Den edlen Schreiber? Tja, da wissen die wohl immer noch nicht, was los ist, weil die Leute einfach so nett sind und einem so eine tolle Auskunft geben. Ja, merkt man. Oh, wie feierlich. Ja, okay, selbst die Pferde sind so voll vergoldet, so richtig bling-bling-like. Professor, das ist unglaublich. Mein Gott, das sieht aus wie so auf so coolen Filmcovern. Der hat eine dunkle Seite und eine helle. Ich dachte, die wirft ihm das Baby jetzt dahin. Und ist nun wieder gesund und munter. Das ist ja noch viel schlimmer als jede Religion, ey. Die Leute gehen ja mal richtig auf den ab. Ist ja unnormal. Hä? Bürger von Labyrinthia, seht euch die neue Geschichte an. Oh Gott. Was ist mit den Leuten los? Wie ein Karneval, ey. Das ist genauso schlimm. Ist es nicht diese Gloria? Die wir da vorher im Gericht gesehen haben? Ich weiß es nicht. Aber die Leute gehen echt so ab wie ein Karneval bei Zügen, wo die bei dem letzten Prinzenzug alle immer wegstoßen, nur damit die geilen Sachen kriegen. In der Tat, gleichwohl scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Nee, irgendwie nicht. Herrje, diese Geschichte ist ja entsetzlich. Zweifellos, das ist schrecklich. Da, das sieht nicht gut aus. Ich erledige meine Zustände für heute lieber und gehe früh nach Hause. Gerade eben war doch noch alles so begeistert. Aber jetzt nach der Parade ist die Stimmung umgeschlagen. Die Leute scheinen sich ja alle zu fürchten. Ja, wirklich komisch. Ach, Professor, da liegt so ein Blatt Papier. Es muss eines von denen sein, die Ritter in die Menge geworfen haben. Das Problem scheint mit dem Text zusammenzuhängen, der darauf steht. Moment, ich hebe schnell eins davon auf. Seht ihr, die Kinder machen das auch immer in Karneval. Die müssen immer die scheiß Bonbons aufheben, während die Großeltern nur die mega geilen Schokoriegel fangen. Das sieht nicht nach einem gewöhnlichen Brief oder so etwas aus. Ich
kann mir kaum vorstellen, was so fürchterlich sein sollte. Lesen wir es zunächst einmal durch. Einverstanden, Professor. Teil einer Geschichte hinzugefügt. So. Jetzt kommt's. Wow, kann ich ja so gut lesen. Oh, geil. Tiefer drang die furchterregende Hexe in den mondbeschienenen Wald vor, die Bäume in einen tödlichen Schatten hüllend. Als die zwei Unglückseligen nun die Finsternis des Waldes betraten, wurden sie in ihren Feuerbann gezogen und ihre Leben von den Flammen verschlungen. Okay. Scary. Oh ja, wir haben ja jetzt nicht schon 3000 Geheimnisse, die alle nicht gelöst sind. Wow, toll. Nachdem sie sich in Labyrinthia wiederfanden, schauten sich der Professor und Luke die Parade des Stadtgründers des Schöpfers an. Doch die ausgehändigte Geschichte stimmte die Menschen düster. Okay, von was? Die schreckliche Geschichte beschrieb, wie zwei junge Kameraden von einer Hexe verbrannt werden würden. Ja, nett, ne? Ja, wünscht man sich auf jeden Fall auf so einer fröhlichen Stadtparade. Was hat das zu bedeuten? Schon wieder eine Hexe? Und was heißt ihre Leben von den Flammen verschlungen? Luke, erinnern wir uns daran, was Sophie in London gesagt hat. Ich meine, mich entsinnen zu können, dass diese Hexen ihr aus Labyrinthia gefolgt sind. Das würde ja bedeuten, dass die Hexen in London wirklich aus dieser Stadt kamen. Glauben Sie, die Hexe aus der Geschichte ist jene von zuvor? Es ist zu früh, das zu beurteilen. Doch in jedem Fall ist diese scheinbar weissagende Geschichte gewissermaßen verstörend. Ich wollte doch bloß Inquisitor Flammenberg sehen und stattdessen kriege ich diese Geschichte. Oh, welch Unglück. Oh nein, kaum ist alles friedlich, da schlägt die Hexe wieder zu. Welch beängstigende Welt. Welch grauenhafte Geschichte, hier kann ich nicht bleiben. Ich eile geradewegs zum Marktstand zurück, wo ich bei meinen süßen Zicklein sein kann. Nun, was hier geschrieben steht, scheint tatsächlich die Ursache der Unruhe zu sein. Auf jeden Fall ist sie etwas unheilvoll, aber es ist doch nur eine Geschichte, oder? Gerade weil es die Geschichte ist, haben wir solche Angst. Nicht einmal das, wisst ihr? Aus, da bist du los. Jedes Mal, wenn eine Hexe steigt, stirbt jemand. Selbst wenn das wahr ist, gibt es keinen Grund, sich zu fürchten. Schließlich ist es nur eine Geschichte und die kann wohl kaum wahr werden. Was um Himmels Willen sagst du da? Genau, was meinst du damit? Hä? Du willst doch nicht etwa andeuten, dass du nicht an die Geschichte glaubst? Nein, nein, nein! Oh Gott, der Typ ist voll gruselig. Was macht der da? Das ist so bescheuert. Dafür musst du büßen. Okay. Jetzt töten die mich erstmal alle. Huch. Hey, ihr zwei, was soll dieser Aufruhr? Wir sorgen für keinen Aufruhr. Was denn? Ist irgendwas los? Herr Hauptmann, diese beiden hier, sie sorgen für Unruhe. So, so, ihr seid es. Bereitet ihr wieder Schwierigkeiten? Ach, Herr Hauptmann, diese beiden behaupten, die Geschichte würde nicht wahr werden. Wie können sie nur so etwas sagen? Was muss ich hören? Das kann nicht wahr sein. Ihr behauptet, ihr glaubt nicht, was der Schöpfer schreibt. Könntet ihr zwei? Nein, unmöglich. Gerade eben haben sie noch behauptet, eine Hexe gesehen zu haben. Ehrlich, das haben sie gesagt. Hey, wer hat das gesagt? Hört, sie sind doch zu zweit. Das könnten die beiden aus der Geschichte sein. Oh Gott, jetzt verbrennen die mich bestimmt. Die zwei, die von der Hexe getötet werden. Nun ja, das wäre schon möglich. Und deshalb denken die sich jetzt bestimmt so, ach, dann können wir die ja jetzt schon mal töten. Nett. Selbst wenn nicht, müssen die etwas mit der Hexe zu tun haben. Ach, das ist bestimmt so das Gossip-Volk. Professor! Die Atmosphäre ist etwas beunruhigend. Mir schwand, mein erster Eindruck von euch war begründet. Ihr seid höchst verdächtig. Männer, umzingelt sie! Na, nett. Ah, geil. Toll. Besser kann's gar nicht mehr laufen. Oh. Ruhig, Blut, Junge. Wer hat denn Blut gesagt? Professor, das sieht schlecht aus. Ach nein. Vielleicht sollten wir wegrennen. Einverstanden, doch blindlings davon zu laufen ist wenig erfolgsversprechend. Hä? Der sagt erstmal einverstanden und dann macht es doch nicht, oder was? Wir kennen uns in der Stadt noch nicht gut genug aus.
Halt! An eurer Stelle würde ich nicht einmal daran denken, wegzulaufen. Gebt lieber kampflos auf. Hä, wieso hat er es überhaupt gehört? Ich dachte, die flüstern wenigstens, aber nein, die sind zu dumm, das auch nur laut zu sein. Professor! Hä, heult der? Das sieht so aus, ne? So. Professor Layton, Luke, ihr beiden, hier drüben. Hä? Diese Stimme. Moment mal, ist das nicht... Die Stimme kam aus der Nebenstraße dort. Komm, Luke, laufen wir. In Ordnung, Professor. Heda, stehen bleiben, halt, komm zurück. Ihnen nach, Männer, sie entkommen. Jawohl, Herr Hauptmann. Oh mein Gott, mega Action. Wow. Was für eine Stimme denn überhaupt? Genau wie ich dachte. Sie sind es tatsächlich, Sophie. Aber warum? Was machst du hier? Psst, das erkläre ich euch später. Bitte wartet nur hier. Na gut. Hä? Aber scheinbar ist es wirklich die Hexe. Also die in der Realität Sophie ist. Was kann ja nicht sein, dass Sophie in Labyrinthia ist und gleichzeitig in London, also... Wo sind sie hingelaufen? Wo sind sie hingelaufen? Herr Hauptmann, wir haben ihre Spur verloren. Was? Sie müssen immer noch hier sein, sucht sie. Quick, 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 quick. Yeah, entkommen. Hatte die nicht eben noch einen blauen Umhang? Anscheinend konnten wir ihnen entkommen, aber was nun? Hier können wir nicht bleiben. Früher oder später finden sie uns bestimmt. Ey, wie klein der mal ist. Der ist einfach mal halb so groß wie Sophie. Verschwinden wir von hier. Wenn wir uns an die Nebenstraße halten, müssten wir den Platz unbemerkt erreichen. Folgt mir! Gut, einverstanden. Kommt hier entlang, aber leise. Und weg sind sie. Wow, das war merkwürdig irgendwie. So, da haben wir auch schon einen neuen Platz. Och, sieht ja eigentlich ganz nett aus. So ein bisschen idyllisch, muss man ja sagen. Schick. Aber das ist jetzt merkwürdig, dass der auf einmal so auftaucht. Sie sind uns bedrohlich nahe gekommen. Diesmal haben sie uns gerettet. Das ist doch selbstverständlich. Ich bin erleichtert, dass ihr in Sicherheit seid. Aber was macht ihr beiden hier in Labyrinthia? Das Gleiche könnten wir dich fragen. Wieso bist du hier, Sophie? Was ist denn passiert, nachdem wir in London getrennt wurden? Ich weiß nur, dass du auf dieses Frachtschiff gesprungen bist. Konntest du problemlos fliehen? Naja, ich, also... Langsam, Luke. Wir sollten Sophie nicht mit Fragen überhäufen. Entschuldigung, Sophie. Schon gut, ich muss mich entschuldigen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Sophie. Aber was genau meinen Sie damit? Sie seien sich nicht ganz sicher. Über die Liebe zu ihm. Oh Gott. Naja, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht genau daran erinnern, was passiert ist. Tatsächlich? Nachdem wir sie auf das Schiff verfrachtet hatten, hätten wir ihnen eigentlich folgen sollen. Wie dem auch sei, ich bin erleichtert, sie wohl aufzuwissen. Ja, das bin ich. Dank euch beiden. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Du sagst es! Wir sind auch beide sehr froh, nicht wahr, Professor? Gewiss doch, Luke. Oh Gott. Pedro! Lass mich raten. Ihr seid hergekommen, um die Rätsel von Labyrinthia zu lösen, richtig? Naja, so ähnlich. Stimmt's, Professor? Nun, eigentlich ist es so, dass wir nicht genau wissen, warum wir hier sind. Was? Es hat beinahe den Anschein, nun ja, als seien wir direkt in die Geschichte des Buches hineingesogen worden. In die Geschichte hineingesogen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Sophie, würde ich Ihnen gerne einige Fragen zu Labyrinthia stellen. Wir können hier aber kein Schwitzchen halten, oder? Diese Ritter können uns doch entdecken. Wir brauchen ein Versteck. Ah, ich habe eine Idee, wenn es für euch in Ordnung ist. Was denn? Vorher ist Frau Becky so nett, mich bei sich wohnen zu lassen. Ihr gehört die Bäckerei hier in der Stadt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne in mein Zimmer begleiten. Es ist leider nur ein Dachzimmer, daher ist es ein wenig klein. Wirklich? Ich meine, bist du sicher, dass es in Ordnung ist? Wird es dich jeden im Laden in Schwierigkeiten bringen, wenn man uns dort findet? Das erinnert mich gerade irgendwie an die Nazi-Zeit, wo die Juden da auch versteckt wurden. Die sind die Juden, oder was? Was? Überhaupt nicht. So etwas solltest du nicht einmal denken. Immerhin habt ihr beiden mich doch in London gerettet, nicht wahr? Wenn ich also irgendetwas für euch tun kann, müsst ihr mich euch helfen lassen. Sophie. Vielen Dank. Wenn Sie es erlauben, nehmen wir Ihr großzügiges Angebot dankend an. Gut. Brechen wir auf und versuchen, den Rittern nicht über den Weg zu laufen. Die Bäckerei liegt im Osten der Stadt. Okay. Fade out.
Okay, so. Hier haben wir auch schon das nächste Geheimnis. Warte, wer ist das? Wer ist das? Labyrinthia ist eine geheimnisvolle Stadt voller Hexen und Hexerei, in der alles Wirklichkeit wird, was der Schöpfer einmal niederschreibt. Blablabla. Okay. Nur die Ritter sorgen dafür, dass es den Leuten gut geht. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden hier erstmal den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüsschen!